Freuden ist natürlich einfach meine Tochter. Also das ist ganz, wird jetzt 20, seit dem ersten Tag, also mit dieser ersten Minute, wo ich sie empfangen durfte, ist das das größte Glück auf Erden für mich. Das ist so persönlich so, das ist alles, das ist mein Blutschlag, also jeder Herzschlag von mir ist auch meine Tochter. Und das ist halt das, was ich extrem genieße, auch was Freude in mir bringt. Dann natürlich auch über die Jahre hinweg diese Fortschritte oder Entwicklung zu sehen. Jetzt wird sie 20, das ist jetzt eine junge Frau. Freue ich mich, ne? Als sie mir letztes Mal ihren Freund vorgestellt hat, ist eine Riesenfreude für mich. Also hat mich fast umgehauen. Wenn man mich vor 15 Jahren noch gefragt hätte oder vor 10 Jahren, hätte ich gesagt, ich hau jeden um, der meine Tochter anfasst. Ne? Trotz Yoga. Ne? Aber jetzt ist es einfach, das ist eine Riesenfreude. Hat natürlich auf der anderen Seite, ist es auch mit Ängsten verbunden. Ist natürlich also die Angst um das Kind oder um Kinder. Und könnte ich jetzt hingehen und das Ganze auch weltpolitisch aufziehen. Wir leben natürlich in einer extrem unsicheren Zeit. Und das macht mir Angst. Es macht mir Angst, wenn ich sehe, was in unserer Welt passiert. Es macht mir Angst, wenn ich sehe, wie die Menschen mittlerweile aufeinander losgehen, wie wenig, ich weiß gar nicht, Empathie kann ich gar nicht sagen, aber also wie viel Frust, wie viel Angst da ist. Also das ist schon, und sich davon, oder das so auch ein bisschen auf Distanz zu halten, das nicht selbst anzunehmen, in der Sprache, die Sprache, unsere Sprache hat sich verändert, die ist wesentlich aggressiver geworden, die ist gewaltbereiter geworden, und das nicht alles anzunehmen, und damit sich dem dann auch hinzugeben, ist halt extrem schwer. Das erfordert extrem viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und da hilft mir dann in dem Fall auch mein Yoga. Meine Atmen, meine Atmenübungen und alles Mögliche. Das macht mir Angst.